Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Das heutige Video gibt euch einen richtigen Mehrwert, vor allen Dingen, wenn du ein Ladengeschäft hast bzw. im Einzelhandel tätig bist. Wir helfen euch mit diesem Video, indem wir euch drei wertvolle Tipps schenken, drei wertvolle Tipps, wie ihr euer Ladenlokal retten könnt. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich euch ganz herzlich bitten, natürlich den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und auch zu liken für den YouTube-Algorithmus, denn wir stellen für euch natürlich die Informationen kostenlos zur Verfügung und ihr helft uns mit einem Abo und einem Like des Kanals sehr. Verlieren wir keine wertvolle Zeit und legen gleich sofort wieder los! Ja, Smart Heads Europe ist eine Personal- und Unternehmensberatung und wir helfen natürlich kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht nur bei der Existenzgründung, sondern beraten sie natürlich auch dahingehend, wie man jetzt durch die Corona-Krise kommen kann. Wer einen Beratungstermin haben möchte, der kann uns gerne kontaktieren. Die Webseite ist eingeblendet, als auch die Telefonnummer. Das erste Beratungsgespräch ist und bleibt kostenlos. Doch nun kommen wir gleich wieder zur Sache und zwar die drei wichtigen Tipps, wie du jetzt dein Ladengeschäft, dein Einzelhandelsgeschäft retten kannst. Punkt Nummer 1 ist: Verkaufe deine Ware nicht zum Schleuderpreis, um an Liquidität zu kommen. Damit tust du dir keinen Gefallen. Denk jetzt bloß nicht daran, Ware unter dem Wert zu verkaufen. Dadurch bringst du dich und auch deine Lieferanten möglicherweise in große Bedrängnis. Punkt Nummer 2. Ich weiß, Kredite sind billig und auch Unternehmer haben sich gerne Kredite verschafft, jetzt sage ich mal, weil das Geld so günstig war. Du musst jetzt unbedingt dir einen Überblick verschaffen über deine Finanzen, welche Verbindlichkeiten du hast. Vielleicht kannst du auch Dinge abbezahlen und wo du Einsparmöglichkeiten vielleicht noch hast. Der dritte Punkt ist, kündige dein Ladengeschäft. Das ist der essentielle Punkt. Du solltest dich jetzt damit auseinandersetzen, wie du ein E-Commerce-Business aufziehen kannst. Das heißt, wir helfen natürlich euch auch dabei zu analysieren, wie kann man natürlich die Kosten massiv senken. Denn wir alle wissen natürlich, dass natürlich eine Ladenmiete nicht nur jeden Monat fällig ist, sondern dass sie auch je nachdem, wo man wohnt, das muss jetzt nicht unbedingt München oder Frankfurt sein, auch sehr hoch sein kann. Wie man da sich von diesen Kosten löst. Wie man vielleicht in der Peripherie, je nachdem wie du angebunden wirst, natürlich ein Warenlager öffnest mit den ganzen Versand- und Shop-Modalitäten. Da helfen wir natürlich euch auch mit dabei. Und wie du die Kosten, also das Einkaufen, nämlich drastisch reduzieren kannst. Und was dich dann im Online-Business erwartet, das wissen auch die wenigsten. Viele denken jetzt, ich gehe jetzt mal online oder versuche da einfach mein Glück und habe vielleicht da auch einen größeren Kundenkreis. Das stimmt. Du hast natürlich durch das Online-Business, kannst du dir ja, je nachdem was du vertreibst, natürlich auch einen weltweiten Kundenstamm aufbauen. Nur das Problem an der Sache ist, das sehen, wissen die wenigsten, dass du natürlich jetzt auch auf harte Konkurrenz stoßen wirst. Auch da musst du dich, sage ich mal, mit auseinandersetzen. Wie sind meine Wettbewerber aufgestellt? Wenn du jetzt zum Beispiel Elektronik verkaufst, ja, dann werden viele Leute schnell auf Preissuchmaschinen gehen, ja, und dann schaut man da, das gibt es bei eBay günstig, das gibt es beim A günstig und so weiter und so fort. All das sind Sachen, die muss man natürlich erstmal analysieren und natürlich helfen wir euch auch gerne dabei. So, ihr seht natürlich auch, es gibt nicht nur Rants von mir, sondern es gibt auch konstruktive Hilfe und wer die haben möchte, der kann mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten sind eingeblendet. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Videos zu liken und zu teilen. Und wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder mit einem weiteren spannenden Video hier auf diesem Kanal. Ich bin raus. Ciao, euer Alex.